Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Euro Truck Simulator 2. Wir sind wieder dran, eine neue Fahrt zu erstellen. Diesmal fahren wir von Osnabrück nach Bremen. Und was sollen wir da laden? Dosenschweinefleisch, 21 Tonnen. Und wir werden diesmal mit dem Scania fahren. Wie gesagt, wir haben ja immer noch keinen eigenen Wagen bzw. LKW. Deswegen werden wir diesen jetzt aufnehmen. Ich brauche noch nichts freizuschalten oder Touren einzugeben, denn wir haben noch keine Firma. Die gründen wir ja definitiv, haben wir gesagt, wenn es soweit ist. So, wir schauen uns das Fahrzeug mal von außen an. Wie gesagt, hier der Scania mit 480 PS, aber auch wieder ein 40-Fuß-Container. Schon komisch, dass wir immer nur die 40-Fuß-Container bekommen. Ja, und dann würde ich sagen, mal schauen wir, dass wir jetzt hier wirklich vom Flecke kommen, weil wir waren ja eben schon zu spät. Und dann werden wir jetzt hier mit dem V8er mal ein bisschen Alarm machen. Ach, der will jetzt auch nicht ernsthaft hier zurück, oder? Komm Leute, ich muss hier raus, ich habe einen Auftrag. Da schauen wir uns an, das gibt ja wieder... Katastrophe ist hier. Ich möchte hier definitiv raus. Und da kommen die nächsten Spediteure an. Ich glaube, wenn ich jetzt rausfahre, dann knallt es. Deswegen lasst mich hier einfach schnell raus. Da hat es schon gerumst, der eine, und da knallt es wieder. Das sind natürlich Abzüge, das heißt, ich bleibe hier stehen, auch wenn ich verspätet ankomme. Aber das können wir uns nicht erlauben, hier mit Unfällen vom Hof zu fahren. So, jetzt kommen wir aber raus. Jetzt nehme ich schnell meine Gelegenheit beim Schopfe und raus hier. Gar nicht großartig schauen. Oh, der Spiegel hier innen, der ist aber echt ätzend. So, wir sind raus ohne Unfall. Wunderbar. Natürlich jetzt die Kurve genommen wie ein Berserker, aber ich möchte hier ganz schnell raus. So, hier kann keiner kommen. Hier kommt einer rum. Oh, wir haben zu weit rausgeholt. So, dann werden wir jetzt schnell schauen, dass wir hier die Stadt verlassen. Denn das ist immer so ein Ding hier. Und ihr hört den Motor hier wirklich richtig ackern. Im Dunkeln werden immer die Ampeln ausgestellt. Dann gilt es hier wirklich rechts vor links. Obwohl wir jetzt gerade auch nicht geschaut haben, davon mal abgesehen. Ne? Aber macht nichts. So, dann lassen wir mal unsere 480 PS rödeln. Und wir merken wirklich unser Trockenfleisch. Was haben wir gesagt? 21 Tonnen haben wir geladen. Also das ist schon eine richtige Hausnummer, was wir jetzt geladen haben hier. Und jetzt seht ihr auch mal ein bisschen die anderen Cockpits. Wie gesagt, das ist hier der Scania. Wenn wir einen eigenen haben, dann schauen wir uns natürlich auch andere Trucks an. Keine Frage. Aber jetzt haben wir keine Zeit. Wir müssen Geld verdienen, meine Freunde. Und ich sollte mich auf die Straße konzentrieren. Und wir müssen da vorne schon wieder rechts ab an der Ampel. So, und dann schauen wir mal. Oh, da kommt einer an, der hat wieder Fernlicht, alles an da hinten. Ja, der hupt der. Ich kann da dann nicht hupen, weil ich keine Hupe habe. Beziehungsweise ich habe schon eine Hupe, aber ich habe meine Taste auf Fanfare gestellt und wir haben keine Fanfare, ne? Deswegen. Wir haben nur normale Hupe und ich könnte normal hupen. Aber das machen wir später. Jetzt erst auf... Wohin müssen wir? Nach Bremen, ne? Haben wir gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher, wo wir hin mussten. Ich glaube nach Bremen. So, da oben müssen wir dann wieder links, wenn ich das richtig sehe hier. Mit dem Lenkrad wird das natürlich alles viel, viel anders sein und wird auch wahrscheinlich auch viel, viel mehr Spaß machen, ne? So, und hier oben müssen wir jetzt auf jeden Fall links schon mal. Ich kann ja nochmal pro forma rausschalten, meine Freunde. Damit ihr mal seht, wie es denn aussieht. Also hier haben wir jetzt, wie gesagt, unseren Scania und da kommt einer. Das ist natürlich jetzt bittere Pille, dass der kommt. Der will jetzt nicht hier rein. Nee, der will nicht hier rein. Also ihr seht, hier ist richtig Betrieb auf dem Server.
Und hier sind verdammt viele Leute, die hier Truck fahren, ne? Und es gibt ja auch Admins und die Leute, die sich nicht benehmen, die kann man auch bannen und rausschmeißen. Und das finde ich gut, ne? Genau, wir wollten ja nach Bremen. Und ihr merkt jetzt, wenn es den Berg hochgeht, wie es wirklich zur Neige geht. Und so ist es ja wirklich auch in der Realität. Wir müssen jetzt schon runterschalten, sonst haben wir ein arges, arges Problem. Ja, und es geht immer mehr bergab. Oh, und jetzt haben wir hier wieder so eine Dingens, die mag ich gar nicht, die scheiß Auffahrten. Die sind so ätzend eng. Dann schauen wir mal, dass wir da aber vernünftig reinkommen. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem gehen. Dann kommen wir auf jeden Fall wieder spät an, aber wir schaffen es. Oh, ich sehe hinter mir irgendwie, sehe ich jemanden. Mich überholt doch da einer, oder wie fährt der da? Wo kam der jetzt her? Ist der hochgefahren da? Ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, links im Spiegel. Da fährt auch wieder einer. Also hier ist richtig viel los. Und es macht verdammt viel Spaß, ne? So, Blinker aus. Ja. Und ich hoffe, dass ich jetzt bis zur Firmengründung die 100.000 zusammenbekomme, damit wir direkt einsteigen können ins wirkliche Spielgeschehen. Oh, da hinten steht schon einer. Nicht, dass der auf uns wartet und will uns reinfahren. Im Grunde genommen kann uns das jetzt noch egal sein, denn wir haben weder eine Firma, die wir hier, aber der hat die Palare. Gut, da ist aber auch ein Schwertransporter. Der darf die ruhig anhaben. So, dann werden wir jetzt hier unseren Tempomat reinhauen und unseren V8 hier laufen lassen. Und wie gesagt, der läuft ja schön ruhig. Also wenn er Gas geben muss, dann hören wir natürlich die Maschine, aber ansonsten läuft er, wenn er einmal rollt, schön ruhig. Wobei, Scania ist bestimmt ein super, super tolles Modell, aber mir gefällt Scania nicht. Weil jeder Scania fährt halt, ne? Und ja, ich mag lieber Volvo, muss ich ehrlich sagen. Und ich freue mich schon auf Skandinavien, denn ich habe Skandinavien noch überhaupt gar nicht gesehen. Und Skandinavien soll super, super toll sein. Aber da werden wir sehen. Was ich demnächst auch machen werde, ist, ich werde dann immer kurz anhalten, wenn wir die Folge unterbrechen. Nicht, dass wir irgendwie einen Schnitt haben, damit ihr wirklich alles realistisch verfolgen könnt, ne? Da können wir mal blinken. Aber immer, wenn wir so komisch Bewegungen machen, dann wackeln wir. Normalerweise hupen die auch alle, wenn wir, wenn die uns entgegenkommen halt, ne? Müsst ihr mal drauf achten. Und wie gesagt, es wird auch hier Tag, keine Sorge. Also wir sind jetzt halt mitten in der Nacht. Wir haben jetzt 0.47 Uhr. Und irgendwann ist der Server dann auch auf Tag gestellt. Ne? Nicht, dass er jetzt meint, wir fahren nur im Dunkeln. Aber das gehört eben dazu, ne? Und später bei unseren Lenk- und Ruhezeiten sieht das ja wieder ganz, ganz anders aus. So, Bremen, ich glaube, wir müssen hier runter. Deswegen werden wir schon mal die Spur wechseln. Da der hupt, habt ihr das gesehen und gehört. Aber hier ist auch richtig viel los. Hier ist richtig viel los. Normalerweise blinkt man ja 300 Meter vorher. Warum ich den Blinker jetzt so früh schon wieder gesetzt habe, keine Ahnung. Weil ich einfach immer wieder überwältigt bin. So, und hier sollte ich auf jeden Fall vom Gas gehen. So, er hat hinten uns jetzt fährlich gemacht, um zu sagen, so viel Spaß noch. So, hier lassen wir einfach rollen und laufen. So, dann sind wir jetzt gleich schon da, sehe ich, ne?
bin auf der rechten Spur und das wird auch immer lustig in. Zwar wieder gut, aber ich kann nicht zurückhupen. Es wird zwar immer lustig in England, wenn ich in England unterwegs bin, weil wir müssen ja da auf der linken Seite fahren. So, jetzt sollten wir aber wirklich gucken, dass wir auf die 50 kommen. Und die fahren hier wie die Berserker, meine Freunde. Ihr seht es, hier muss man aufpassen. Hier muss man definitiv aufpassen. Ärgerlich ist es natürlich, wenn man jetzt hier selber 10 Stunden gefahren ist und hat keinen Unfall verursacht. Und irgend so ein Idiot rammt euch dann extra. Ne? Also das gibt es auch, aber dann gibt es auch die Möglichkeit, den ganz schnell zu reporten. Und wenn der genug Report hat, ist der so oder so schneller gebannt, als der wirklich und definitiv schauen kann. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall rechts ab. Wir befinden uns auf der Vorfahrtsstraße, das ist schon mal nicht schlecht. So, und da müssen wir direkt hier links rein. Aber da steht der Jakob. Komm, lasst mich rein hier, meine Freunde. Komm, Jakob. Haha, da bin ich schon in der Kollision gewesen. Oh, da kommen hier aber wirklich viele Fahrer rum. Hier macht nichts, also hier können wir uns ruhig kollidieren. Aber ich finde das immer blöd, wenn die anderen Leute den anderen den Spielspaß verderben wollen. Und deswegen werden wir jetzt einfach schnell schauen. Da ist der Nächste, der abgeladen hat oder laden wird. Also man hätte viel, viel mehr aus dem Spiel machen können. Das steht schon mal definitiv fest. So, jetzt muss ich mal rausschalten, weil der ist natürlich jetzt voll... und blockiert uns da. So, dann werde ich mal schauen, ob ich so hinbekomme. Warum er jetzt da steht, ne? Als merkt er auch, dass hier einer parken möchte. Dann können wir wieder in die Innenansicht gehen. Beziehungsweise ich fahre nochmal kurz vor. Nur damit alles eine Richtigkeit hat. So, dann können wir auch schon abhängen. Und wir werden wahrscheinlich wieder verspätet sein. Ne, ausgezeichnet. Wunderbar, wir haben die nächsten Kilometer drauf bekommen. Gut, das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich darüber. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.